Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Soul Blazer in Part 2. Im ersten Part haben wir hier die ganze Einführung gemacht, schon die ersten Leute gerettet, den Fahrstuhl wieder in Gang gesetzt, beziehungsweise haben wir die Wassermühle in Gang gesetzt und die bringt jetzt das hier wieder alles heile. Wow, hier sind so viele Pflanzen. So, das ist natürlich nicht von getroffen. So. Alles klar, irgendwas haben wir jetzt gerettet. Keine Ahnung, was es ist. Lasst uns nachschauen. Ein alten Mann. Das geht immer fit. Jetzt müssen wir nur noch zu dem hinkommen können. Egal, hier ist erstmal der zweite Bereich. So. Machen wir 2 Schaden pro Schlag. Sieht ganz so aus. Das Level-Up hat's voll gebracht. So. Was kriegen wir nun? Eine Ziege. Und den dazugehörigen Zaun. Alles klar. Erstmal kurz schauen, ob man hier noch... Nein, kann man nicht. Dann müssen wir eh zwangsläufig hier oben hin. Oh, das ist ja mal ein richtig sicker Spot hier. So, den haben wir. Gucken, was hier kommt. Lisa. Alles klar. Du hörst ein leises Schnarchen aus dem Inneren des Hauses. Alles klar, Lisa pennt. So viel wissen wir schon mal. Wen kriegen wir hier? Eine Tulpe. Again. Gucken, was sie zu sagen hat. Nichts. Wahrscheinlich, wenn wir sie dann in der Stadt ansprechen werden. So. Die Fackel war wieder da. Der Blob ist down. Der Blob ist down. Der auch. Alles klar, wir müssen unsere Juwelen wieder auffrischen. Ich zaubere zu viel rum. Ah, Mist, das tat weh. So, wen kriegen wir jetzt oder was? Einen Architekten. Na dann. Der kann Treppen bauen, so viel sehen wir schon mal. Dann kommen wir jetzt in den hohen Bereich rein. Ja, okay, bin ich schon mal diese nervige Fackel losgeworden. Auch alle weg. Jetzt die Frage, muss ich hier jetzt weitergehen? Ich gehe einfach mal weiter. Mehr als in irgendeine Sackgasse rennen kann ich auch nicht. Ich dachte, ich mache 2 Schaden. Ist gar nicht so schlimm, wenn wir weniger Schaden machen, weil dein Magieball bringt dir da gerade gar nichts. Cool. Das war einfach. Also wie gesagt, wenn man hier gute Spots findet, wo man sich hinstellen kann, dann geht das echt fit. So, Efeu befreit. Der hängt jetzt hier auch rum. So kommen wir an die Pflanze und an den alten Mann dran. Nehme ich an. Deswegen ist es wahrscheinlich auch wichtig, hier alles zu holen. Kind des Besitzers. Aha. Ja gut, wenn das schon ein Kind hat, dann braucht es mich ja nicht auch noch adoptieren. Haha. So, was können wir denn hier oben machen? Ich will erstmal rumlaufen hier. Ah! Ja, Fliegen. Ich mag keine Fliegen. Das Gute ist, der erste geht immer direkt auf mich. Der erste Move. Also kann ich dem immer schön ausweichen. Ja, habe ich gedacht. Kann ich aber auch einfach mal nicht machen. Ah, da kommt ja noch eine. Ich habe gedacht, jetzt reicht's mal langsam.
Na gut. Na, noch mehr Fliegen. Aber die kommen wenigstens in schnellerer Frequenz raus. Geschossen. Vielleicht sollte ich mehr mit meinem Schild spielen. Oh, ich bin quasi tot. Was soll denn der Kack jetzt hier? Oh, cool. Ha! Nein, nicht noch einer. So. Alle erledigt. Meine Herren, das hätte ich auch viel früher so machen können. Pet befreit eine zweite Ziege. Mann, Mann, Mann. Da rennt man mit einem Leben hier rum. Beziehungsweise jetzt wieder zwei, aber das bringt mir gar nichts. Und ist durchgehend dem Sterben nahe. So. Du bist down. Da kann ich auch, glaube ich, mit meinem Schild noch einiges regeln hier. Ja, ist natürlich ein bisschen... Also ich muss wirklich sagen, Soul Blazer ist für mich ein kleines bisschen zu langweilig. Weil es halt jetzt keine wirklich große Action bietet. Das ist einfach immer statisches Gegnergespamme. Von daher. Mist, jetzt muss ich aufpassen, sonst bin ich gleich tot. Ich möchte das aber gerne durchziehen. Pet befreit eine Tulpe. Ohne zu sterben natürlich. Aber ich habe jetzt gerade ein zweites Leben bekommen. Okay, ich glaube hier kann ich stehen bleiben. Ja, sieht safe aus. Alles klar. Du gehst mal weg. Ja, die kann ich nur mit Magie besiegen. Am besten bevor sie angreifen. Nein, jetzt hat er in die falsche Richtung gecastet. Hier muss man auch irgendwie drauf kommen. So, den holen wir uns noch. Und jetzt gehen wir mal hier lang. Und treten auf diesen Schalter hier. So, jetzt kommt wieder irgendwas Wichtiges. Ein alter Mann. Weil da ist wieder dieser Kristall. Du hörst den Schrei eines Mannes aus dem Haus. Ah, ein Geist! Ein Geist! Was? Geister? Weißbrot? Aber sonst geht's euch gut, ne? Du befindest dich im Zentrum des unterirdischen Schlosses. Du wirst auf einige Monster treffen, welche nicht mit diesem Schwert vernichtet werden können. Du wirst diese Monster jedoch mit dem richtigen Schwert beseitigen können. Möchtest du nach Grass Valley zurückkehren? Machen wir mal. Ich habe das Gefühl, dass ich dieses Schwert brauchen werde. Hallo. Der Traumstaub, Stab, den du besitzt, ist ein magischer Stab, durch welchen du in die Träume anderer Leute schauen kannst. Benutze diesen Stab, wenn du mit jemandem sprechen möchtest, der schläft. Ah, Lisa zum Beispiel. Hey, du siehst so aus, als würdest du den Krabbenlauf beherrschen. Versuch's mal. Du weißt nicht wie, drück einfach während des Laufens die L- oder R-Taste. Ja, es ist so... Also, es ist wirklich sehr strange, vor allem, dass er genauso die Ranken runterklettert, so eiskalt. Wenn man das überhaupt Klettern nennen kann. So, ich muss mal eben kurz nach Mama mich aufheilen. Hi, Mom. Pet, du machst wieder nur Unfug. Bla, bla. Bleib hier und ruh dich aus. Alles klar, hauste, Mom. So, Ladenbesitzer-Tante kann mir jetzt auch nicht helfen. Ach, ich hätte ja auch noch dieses Kraut gehabt zur Not. Hallo.
Ich frage mich, warum die Menschen in so kleinen Häusern wohnen. Hältst du es für möglich, dass der Bürgermeister in eines der Gemälde in dem Haus oben auf dem Hügel hineingezogen wurde? Wovon redest du, Mann? Meine Freunde nennen mich die Gourmetziege. Ich esse nur Futter aus dem Zubehörladen. Das ist super. Wenn du da auch genug kriegst, sonst wirst du verhungern. Sie pennt. Ich möchte gerne mein Ding einsetzen. Pat legt den Traumstab auf den Kopf des Mädchens. Mit voller Wucht. Ich. Hallo. Papa, wo bist du? Weg. Ich hau auch ab. Tschüss. Eine traurige Stimme erklingt von irgendwoher. Lisa, du musst alles, was du weißt, der Person vor dir erzählen. Sie wird außerdem auch einen Farbpinsel benötigen, um weiterzukommen. Papa, bist du es? Wo bist du, Papa? Ich vermisse dich so sehr. Es kam keine Antwort. Wer bist du? Was tue ich hier? Pen. Wie wär's mit Wachwerden? Hä? Huch, wer bist du denn? Verschwinde aus meinem Haus! Alles klar. Warte, es tut mir leid, dass ich dich angeschrien habe. Komm bitte zurück und hör dir meine Geschichte an. Nein! Okay, doch, komm, müssen wir, glaube ich, sogar. Ja. Ich hatte einen sehr seltsamen Traum. Es ging um meinen Vater und jemanden, der wie du aussah. Mein Vater trug mir auf, dir diesen Pinsel zu geben und dir alles zu erzählen, was ich weiß. Dieser Pinsel ist alles, was mir von meinem Vater blieb. Ich hatte ihn hier irgendwo versteckt. Wenn du mir diesen Pinsel bringst, werde ich dir alles erzählen, was ich weiß. Du hattest ihn hier irgendwo versteckt. Wie? Hä? Warum muss ich dir denn jetzt deinen Pinsel bringen, wenn du den irgendwo versteckt hast? Die hat doch auch einen Schuss nicht gehört. Mein Name ist Frank. Ich bin Architekt. Ich habe alle Häuser in dieser Stadt gebaut. Komm später nochmal vorbei, dann zeige ich dir etwas. Aha. Eine Pflanze. Du erinnerst dich an Lisas Traum, oder? Bist du schon an den Ort zurückgekehrt? Dinge könnten sich verändert haben und nun anders aussehen. Dies wurde von Dr. Leo gemalt. Auf einmal erschien ein seltsames Gesicht. Es ist schrecklich. Ach so, das ist der Typ mit dem Geist. In dem Bild kann man den Bürgermeister erkennen. Es scheint, als wäre er traurig. Nun gut. So wie sich das angehört hat, müssen wir jetzt wieder in den Dungeon zurück. An die Stelle, wo wir eben Lisa im Traum getroffen haben. Ach, ich möchte erstmal hier runter. Hier gibt es doch bestimmt noch andere Sachen zu entdecken. Hier nicht, aber da hinten ist diese Efeu-Ranke. Vielleicht kriegen wir da was. Ich brauche ja auch noch ein neues Schwert. Mann. 50 Juwelen. Sick. Eisenrüstung. Das ist doch mal ganz praktisch. Jetzt halte ich mehr aus. Haha. Hallo. Ich bewache diese Welt. Bitte nimm dies. Pet erhielt XP. Neues Level. Ich frage mich gerade... wie skaliert das denn? Also was bringt mir das Level ab? Mehr HP? Ja, doch, klar, mein HP-Balken ist länger geworden. Alles klar. Jetzt möchte ich erstmal das Ding vom Traumstab wieder in den Heilkräuter-Modus ändern. Und dann hau ich hier ab. Ich bin weg, tschüss. Aber ich frag mich gerade, wo ich dann das andere Schwert herkriege. Vielleicht kommt das auch noch. Ich habe, wie gesagt, das Spiel schon ewig nicht mehr gezockt. Müsste ich mir mal wieder richtig angucken. Hey, seit wann ist hier diese Mauer? Ich stand doch eben noch nicht da. Der Architekt ist da, man merkt's. Er kann einfach nicht still sitzen. Na gut, machen wir uns wieder todesmutig auf dem Weg in den Dungeon. Ja, ja, ist schon ziemlich... interessant. Ich habe immer noch keine Ahnung, worum es geht. Also scheinbar ist der Bürgermeister in diesem Gemälde gefangen und wir haben jetzt von Lisa aufgetragen bekommen, ihren Pinsel zu finden, damit sie uns alles erzählt und wahrscheinlich kriegen wir dann auch den Pinsel und können den Bürgermeister aus dem Gemälde befreien. Grobe Vermutung, Ende. Keine Ahnung. Leos Pinsel. Oh wow. Alles klar. Dann
Kann ich aber trotzdem mal hier unten lang gehen. Ja, das war ziemlich safe. Einen alten Mann befreit. Direkt am Safe Point. Nun gut. Stört mich jetzt so nicht. Kein Problem mit. Jetzt müssen wir eh erstmal wieder zurück und den Pinsel an Lisa abgeben. Ich weiß gar nicht. Folgendes Level 580 XP. Alles klar, wir brauchen noch über 200. Das kriegen wir jetzt so schnell sowieso nicht zusammen. Von daher ist ja auch vollkommen Wurst. Hauptsache, wir kriegen das irgendwann mal durch, das Spiel. Weil ich habe mich bei meinem letzten Run erwischt, dass ich den Endgegner nicht geschafft habe. Und zwar überhaupt nicht. Der hat mich einfach mega zerlegt. Vielleicht gibt es da eine Taktik oder so. Ich weiß es nicht. Ich muss mir unbedingt mal einen Speedrun oder so angucken, wo die den Boss legen. Ach halt, ich will erstmal hier rein. Und dann mal gucken, wie der gemacht wird, richtig. Nachdem ich meine Frau an den Folgen einer Krankheit verloren habe, fiel mir eine Ziege auf, die sich am Haus aufhielt. Ich war so einsam, dass ich mich dazu entschloss, sie zu behalten. Das ist wahr, du hast allerdings keine Ziege. Die muss ich wahrscheinlich irgendwann befreien. Jetzt muss ich aber erst Lisa den Pinsel wieder geben. Der ist wahrscheinlich unter Dinge. Ja, hab ich mir schon gedacht. So, hi. Oh, du hast den Pinsel meines Vaters gefunden. Ich werde dir alles erzählen. Oh, du hast den Pinsel gefunden. Ich werde dir nun alles erzählen, was... Ja. Eines Tages kam ich vom Einkaufen zurück und fand einen Zettel. Lisa hat den Zettel hervorgeholt. Und angefangen zu lesen. Hä? Ach so. Ach so, alles klar. Ja, das ist ein bisschen sehr schlecht gezeichnet. Aufgezeichnet. Lisa hat den Zettel jetzt gerade eben hervorgeholt. Lisa, ich werde eine Weile dich nicht sehen können. Falls du irgendwelche Probleme hast, sprich mit dem Bürgermeister. Gib auf deine Freunde Turbo den Hund, Lou der Delfin, Nome die Schnecke und Marie die Puppe acht. Die Tiere, die er genannt hat, waren einmal seine Haustiere. Ich verstehe jedoch nicht, was er mir sagen will. Ich weiß, dass du ein Fremder bist, aber würdest du nach meinem Vater suchen? Ja, ich schau mal nach. Ich habe ja jetzt den Pinsel. Pat wird in das Bild hineingezogen. So, das ist ein guter Spot hier mittig. Kann man die Gegner schön abfarmen. So, Ende Gelände. Der macht den Weg frei und der macht was? Er schenkt mir eine Pflanze. Warum auch immer die da hinten steht, wo ich nie drankommen werde. Vielleicht aus Dekozwecken. Ah, okay, du kannst sie auch in andere Richtung schießen. Interessant zu wissen. So, dann wirst du trotzdem mal eben sterben. Okay. So, du bist auch weg. Jetzt können wir weitergehen. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich hier... ich kann hier nicht lang. Was soll denn der Unfug? Ha, das ist ja easy Snack, den können wir ja so wegholen. Jetzt kommt er wieder hier hin. Ah, das gefällt mir. Das ist wirklich gut. Ja, und jetzt ist der Spaß vorbei. Ah, super.
Aber egal, jetzt können wir wenigstens hier oben weitergehen. Warum bewegt sich der Hintergrund eigentlich so schnell? Oh fuck, der Part ist vorbei. Haha. Leute, wir werden hier jetzt erstmal einen kleinen Schnitt setzen. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall im nächsten Part wieder. Morgen, hoffe ich. Willkommen bei dieser super coolen Hintergrundabfahrt-Story. Es ergibt alles gar keinen Sinn, aber scheißt einfach drauf. Ja, ich hoffe, man sieht sich morgen wieder bei Soul Blazer und macht's gut, einen schönen Tag noch und tschüss.